Hey Kinders, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed Origins und... Ja. Da wir den Kampf ja immer mit einem... So schnell bist du. Aha, da. Ich bin sogar schneller. So, jetzt muss ich die Triere da irgendwie bekommen. Warte mal, hier. Ja. Der schwimmt nämlich jetzt mit Volldampf zu mir. Ausnahmsweise wollen wir das auch. Ah. Ja, nee, nee, jetzt nicht weiterfahren. Hier. Das ist gut erkannt. Die Triere wollen wir nämlich noch. Die Triere gibt uns nämlich Eisen und Eisen brauchen wir echt immer sehr, sehr viel. Und dann gehen wir zu den zwei Trieren da und das auch nur, weil die ein Fragezeichen sind. Halt! Hey, was? Der Tod kommt dich holen. Ich stand mit einem Bein im Jenseits. Ah. Ja, der benutzt, So. Boah, springt halt alle über Bord. Was ist mit euch verkehrt? Kann ich eigentlich nicht Dings nehmen? Warum kann ich die Triere hier nicht übernehmen? Das ist viel lustiger. Oh, warte mal. Oh Mann, das ist jetzt aber unfair. Wir werden die Triere von unten überraschen. So, da hinten ist schon das Segel zu sehen. Alter, hat der einen Atem. Das bei voller Bewegung, ja? Ist ja nicht so... Ja, Hauptsache du kommst wieder. Ja, genau. Ich brauch keine Sau. Ja. Ist hier keiner? What? Du hast erst First Attack gehabt? Na, meine zwei Freunde. Zack, zack, zack. Ja, und jetzt haben wir noch Löwen. Willst du mich eigentlich verarschen? So, hast du davon?
Mehr als eine Jagdtrophäe bist du nämlich auch nicht. Ja. Und nicht mehr viel. Ach, endlich. So. So, wir reiten also. Reiten wir denn auch wirklich richtig? Ach komm, ey, du bist doch so. Scheiße bist du, ey. Was hat der geladen? Nix. Oh, aber der hat was geladen. Nämlich das wichtige Eisen. Wow! Meine Fresse, dem seine Pfeile sind ja echt krass. Dem seine Pfeile! Oh! Okay, also diese Typen, die so auch so assassinenmäßig daherkommen, gehen mir dezent langsam auf den Sack. Alles Gute ist, ich habe das bekommen, was ich wollte. So, ich muss jetzt nur das da wieder neu auswählen. Und dein Scheiß, ey. Geh ich bei dem echt drauf. Das haben sie schön gemacht, wie hier mit den Vögeln. Die sind halt mehr, Sprites-mäßig gemacht. Aber nichtsdestotrotz sieht das halt schon schick aus, wenn da so ein Haufen Vögel. What the fuck? Nein! Absteigen vorher. Boah. Schon wieder ein Lager. Großes Lager? Na. Oh, ne. Großes nicht. Aber eins mit vielen von den Säcken, die wir nicht mögen. Im Grunde sind es nur solche. Oh, lol. Und die, die es nicht sind. Also der eine, der es nicht ist, ist so ein fetter Arsch. Oh Mann. Na, hopp, man tot. So kann man dem noch am besten entgehen, indem man. Oh ne, komm! Nimm mich einer nach dem anderen. Ja, ja, halt immer gerade die Fresse. Ich muss die pinkelnde Wache da noch töten. So.
Oh, hier ist auch noch. Wir sollten uns angewöhnen, immer erst den Alarm auszuschalten. Hey, wir sind ein Level aufgestiegen. Da, du bist frei. Was? Ich verstehe immer nur Bock Bock! Bock Bock! Geh mir aus dem Licht! Mann! So, was gibt's da hinne? Ist ja nicht weit. Watscheln wir mal so hin. Entweder eins der 500 Millionen Lager oder ist es wieder. Hier ist ein versteckter Schatz. Und gleich müssen wir unbedingt unter den Skillpunkt. Ah, ne, es wieder noch. Es ist. Hier sind Krokodile und ganz viele Krokodilnest, ja. Genau, und da ist auch das Oberkrokodil. Und. Sehr schön. Zack. Ach, war das einfach. Ach, war das einfach. Wo war's denn hier meditieren? Habe ich jetzt Hilfsmitteltasche. Dann sind wir hier durch. Und hier ist nicht eine Mission, ne? Traurig ist das. Traurig. Da, genau am anderen Ufer, da hinten, ist bestimmt ein versunkener Schatz. Also, ich will keine Wette machen, aber ich wette, da hinten ist ein versunkener Schatz. Ja, nice, ne? Ach. Ich will nicht den, ich will den da, ja genau. Sieh mal einer an. Es ist ein versunkener Schatz. Wer hätte das gedacht? Ah, da. Da sind zwei versunken ich jetzt. Ah. Ich drück doch schon C. Mehr als C drücken kann ich doch gar nicht. Hallo. Hallo. Oh, ey.
Oh, die sind wichtig. Also diese Dinger sind echt, echt wichtig. Die brauche ich nämlich alle, um meine Waffen, meine Ausrüstung, meine ich, aufs Maximallevel zu bekommen. Ich habe jetzt schon zwei Ausrüstungsgegenstände auf dem Maximum. Kann man noch zeigen. Einmal die Armschiene und einmal unseren Köcher. Die sind ja auf der Maximalstufe. Oh Gott, das muss ich echt mal ein bisschen erhöhen. Da brauchst du nicht mehr viel. Und hier zum Beispiel. Oieiei. Für die nächste Stufe allein, und es ist noch nicht die letzte, brauche ich schon wieder 3 Kristalle. Da werde ich bald auch Kristalle brauchen. Das ist tatsächlich mal an was mangelt, was nicht Eisen ist. Ist ja schon fast ein Wunder. So, wir müssen bald unsere Waffen mal wieder upgraden. So, das haben wir. Da gehen wir noch hin. Wir sind jetzt in Gizeh, wo die Cheops-Pyramiden sind. Da sind die zwei größeren. Und da hinten dürfte er dann hinter dem Baum versteckt natürlich. Sollte so auch anders sein. Dürfte noch eine kleinere sein. Da ist er. Nee. Da, ganz hinten. Was haben wir dann hier? Einen versteckten Schatz. Aha. Ich gehe dann mal einfach hier rein und plünder den, okay? So, hab ihn. Das war jetzt nicht so sonderlich schwer. Komm her. Kamerad ist einfach umgefallen. Was ist geschehen? Doch komm, ehrlich? Ich weiß auch nicht, was geschehen ist. Aber ich nehme an, es hat mit meiner Klinge zu tun. Oh, fuck, ey, jetzt muss. Ach komm. Kein Bock auf deine Ich hau ab Geschichte. Ehrlich. Sowas kann ich nicht leiden, ja. Wenn schon Kampf, dann richtig, ne? So. Da werden wir jetzt aber hier Plötze mitnehmen. Plötze, wo bist du? Da. So, Plötze. Wir müssen einfach geradeaus, bis der Weg nach links geht. Und da gehen wir dann nach links. Ui. So, wir brauchen ja auch normale Fälle. Tatsache. Oha. Was ist denn das hier für ein... Ist das ein Eingang zu dem Lager da hinten? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Dabei dachte ich immer, das ist eine... Grundvoraussetzung, dass man sich erwischen lässt. Oha, die geht ja noch ganz schön weit nach unten. Oh. So, nice.
Da war es noch lauter Zeug gewesen. Wieder mein Kristall, das ist so wichtig für mich. So, da hoch. So, sind die Gegner jetzt alle nur oben, oder was? Im erschöpften Steinbruch. Warum eigentlich? Hier sind nur noch ganz viele Steine. Nur mal eine Frage. Ah, hier sind dann auch mal Gegner. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ja, also wenn man so will, ne, dann... Eieiei. Jo, herrlich, ne? Also, wir haben jetzt en masse Gegner. Echt herrlich. Na, wenigstens, brauchen wir nicht lange suchen. So, wo willst du nur hin? So, weil jetzt kann ich dich töten. Was? Ich weiß nicht, woher du kamst. Und you are dead. Sehr schön. Und ich werde. Ach, scheiße, du stehst falsch rum. Naja, gut, dann machen wir es anders. Okay. Es war nicht ganz so geplant, weil... Ich dachte, ernsthaft... Ich dachte, ernsthaft, du bist andersrum. Ja, mach mal nicht so ein Terz. Zeig dich, na los, trau dich! Hey, was? So. Nichts. Aber ich glaube nicht, dass die Luft rein ist. Jo. Sie auch nicht. Wo versteckst du dich denn? Ach, da oben! Du bist das gewesen. Moment. Zack, Kopfschuss. So. Ich will ja nichts sagen, ja? Ah, das haben wir schon richtig Bombe jetzt gerade eben gemacht, also so. Eieieiei, also ich glaube, Ezio Auditore wäre stolz auf uns, auch wenn das, wenn wir im Grunde der erste
richtige Assassine sind. Wir gehen da mal ein bisschen nach rechts. Dann gehen wir hoch. Klettern dann hier hoch. So, und dann sind wir schon über denen. Ja, der eine steht natürlich genau falsch rum. Warum muss es immer eigentlich einen Arsch geben, der falsch rum steht? So. Gut, den haben wir. Oh Mann. Nichts. Okay, den haben wir auch. So, wie konntest du mich hinter der Mauer noch sehen? Du bist ja ein Arsch. Komm nur her. Nein, komm her. Komm her! Wie süß, da kommt halt noch einer, ja. Hey, Moment. Oi, 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 oi. Er hat in der Zeit, wo der Pfeil geflogen ist, hat er noch realisiert. Oh Gott, das ist ein Gegner. Ah, dann war auch schon Ende. Oh, zack. Oh, warte mal, der kommt gerade wieder runter. Was für ein Anblick. So, was ist mit dir los? Hey. Ach ja, und dann einfach umdrehen, ne? Ich gehöre mit einer Sicherheit nicht dir. Gut. Oder ist wieder eine Schriftrolle? Nee. Babef, wir haben das so gehört. Ich weiß, du andere Meinung warst, aber Ptolemäus Philakitai. Ein Kuhdorf im Hinterland ist ein netter Ausgang für unsere Raubzüge. Schick mir Männer, ich werde sie gut einsetzen. Hilf den Zivilisten. Dem Zivilisten in dem Fall. Ist ja nur einer. Ah, da war der. Erst links hoch, links. Ja, ganz deiner Meinung. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. So, du brauchst dich gar nicht mehr ducken. Was machst du denn hier? Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Hey, mein Freund. Ich töte dich. Das
Kommt dich teuer zu stehen. Arschloch. Ja, nice. Ja, nice. Dann haben wir das alles geschafft. Richtig, richtig schön. Wie ist es? Shane ist es so. Im Ernst, jetzt müssen wir da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Und fast alles sind nur Fragezeichen. Oh. Gut, Kinder, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich reite schon mal ein bisschen dahin, dann haben wir nicht so viel Aufnahmezeit aufs Reiten.